Herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde und Facebook-Gemeinde, heute an diesem Sonntag. Und ich habe gleich was zu verkünden, nämlich das da. Ich habe ein neues Videoschneideprogramm. Oh yeah! So, heute gibt's den Kindheitserinnerungs-35-Fragen-Tag von der Saar aus Dessau. Und ich habe mir mal was überlegt. Mein Freund hat so ganz leicht zugestimmt und wir probieren das jetzt. Ob das klappt, der sitzt hier hinter der Kamera. Und ob das klappt mit dem Fragen stellen, ansonsten kriegt ihr gleich im Anschluss eine andere Version, in der ich die Fragen wieder einblende. Ja. Dann geht's gleich mal los. 35 Fragen sind ja wieder mal ziemlich viel. Welcher Film oder Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken und nicht schlafen lassen? Gibt's so einige, aber ich weiß noch eine ganz bestimmte. Mit 5 oder 6 Jahren habe ich die Videokassette zu Titanic bekommen. Und da gibt es doch diese, also der Film fängt ja an mit, dass die da runtertauchen und dass die Titanic finden. Und da hatte ich immer übelst Schiss davor. Und ich habe, kann euch ja mal so zeigen, was mich da so ran gruselt. Jetzt kann ich nicht beschreiben, er lacht mich jetzt bestimmt alle aus, aber ich finde das gruselig. Ja. Hast du als Kind gern Comics gelesen? Wenn ja, was? Ich hatte so die lustigen Taschenbücher von den Duck Queen Duck oder Danobert Duck oder so. Die hatte ich halt immer, ja. Die habe ich auch gelesen, ja. Hast du je ein Poesiealbum geführt und wenn ja, hast du es noch? Ja, ich habe mein letztes Poesiealbum habe ich tatsächlich noch. Da habe ich mein Poesiealbum noch, natürlich. Und da stehen auch noch ein paar Erinnerungen drin. Wie zum Beispiel, also hier steht dann auch nochmal Poesiealbum Sandra Scholze, ja. Und da stehen dann Urlaubserinnerungen drin und alles Mögliche und auch ein paar Urlaubsmitbringsel. Ja, sind da auch drin. Genau. Und hier stehen noch irgendwelche Zahlen drin, von denen die Bedeutung ich nicht mehr weiß. Und Lieder, alles Mögliche steht da drin. Ja, das war mein letztes Poesiealbum. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? An sich Streiche habe ich selber nicht gemacht. Ich habe nur welche abbekommen. Und das Höchste, was meine Mama, wenn die auf der Couch eingeschlafen ist, und dann habe ich die Nase zugehalten. Das habe ich gemacht, ja. Was war dein Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen war das, was wir im Kindergarten gespielt haben, wo meine Mama die Frau Holle war. Frau Holle, genau. Mein Lieblingsmärchen. Hat dir deine Mutter früher die Sachen für die Schule rausgelegt? Nein. Ich bin zur Eigenständigkeit erzogen worden. Mir wurde bloß abends gesagt, tu doch mal deine Sachen für den nächsten Tag raus. Okay. Ja. Warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? Teils. Ich sage mal so, als ich auf dem Dorf mit meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich viel draußen gemacht. Dann in der Stadt nicht mehr so viel draußen, im Sommer mehr, aber dann nö. Also teils, ja. Hast du als Kind gern Dinge gesammelt? Ja. Harry Potter Sachen. Alles davon. Zeitungsausschnitte, Poster,
Schnipsel, alles. Ja. Ja. Gibt es etwas, was du nie essen konntest und jetzt auf einmal doch? Suppen. Suppen konnte ich früher als Kind überhaupt nicht essen, da kam ich überhaupt nicht dran, aber jetzt, ja, auch nicht so übelst gerne, aber ich esse sie auch, ja. Welche Zeichentrickserie durftest du da als Kind nicht verpassen? Pokémon, Wedding Peach und alles, was auf RTL 2 lief? Ja. Also kein Berlin Tag und Nacht oder so, aber ja. Kannst du noch einen Zeichentrick-Song mitsingen? Viele, sehr viele, habe ich ja erst euch letzte Woche oder vor 2 Wochen bewiesen. Und ja, ich kann auch noch mehr mitsingen. Hast du als Kind einen Tick oder Zwang gehabt? Wenn ich ehrlich bin, ja. Das zeige ich euch mal. So saß ich dann im Unterricht. Wurde mir aber ganz schnell abgewöhnt. Ja. Hast du in der Schule die Bücher gelesen oder Wikipedia genutzt? Teils, teils. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, wenn es um geschichtliche Sachen ging, so sehr die Bücher benutzt, aber in unseren nebenschulischen Aktivitäten habe ich dann auch mal sehr das Internet benutzt hier. Welches Buch in der Schule hast du gehasst? Ich habe kein Buch an sich gehasst. Eigentlich nicht. Bloß ein Gedicht. Ja. Der Handschuh. Frag mich aber nicht, von wem das ist. Ich hasse dieses Gedicht. Bist du schon mal in die Schule gegangen und hast eine Klassenarbeit oder Test vergessen? Ja. Natürlich. Ständig. Ja. Was war dein Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Mein Lieblingsfach war auf jeden Fall Musik und mein Hassfach war Chemie. Wer mag das? Wer mag das? Also die Crystal Meth kochen und so. Hast du dich in AGs engagiert oder nicht? Ich habe mich sehr wohl in sehr vielen AGs engagiert, vom Chor bis Mediengestaltung, Gartengedöns, was ich jetzt total bereue. Ja. Und Schwimm-AGs, aber sonst nicht. Also sagen wir mal so lala. Ja. Hast du jemals die Schule geschwänzt? Ja. Wer hat das nicht? Bist du je aus dem Unterricht geflogen? Ja, einmal. Es kam auch vor, ja. Einmal. Dass die Gitter von Kitty das Sheep weiß, von was ich spreche. Wir haben uns Zettel hinterher hin und her geschickt. Und uns dann doch ziemlich doll unterhalten und dann mussten wir gehen. Beide. Wo das nicht sehr schlau von der Lehrerin war, denn wir haben uns draußen weiter unterhalten. Und dann kam unsere Klassenlehrerin und sagt, wie jetzt ihr beide draußen? Oh, oh, komm vor. Ja. Warst du je in einer Clique? Ja. Ja. Wie viel Strafarbeiten musst du machen und wenn ja, warum? Nö. Musste keine machen, nein. Nicht, dass ich wüsste. Was hat dich in der Grundschule oder Schule motiviert?
Jetzt kann ich dieses Grillenzirpen wieder reinschneiden. Keine Ahnung. Meine Mutti? Keine Ahnung. Ja. Geh jetzt aus dem Bett, sonst wird nichts aus dir. Ja, sowas halt. Keine Ahnung. Ja. Hat so ein bisschen was von Howards Mom, ne? So ein bisschen. Hattest du jemals einen Spickzettel? Ja, wer hatte die nicht? Ich hatte sogar mal so ein Glück, das war im Sozialkundeunterricht. Und bitte sehen Sie das jetzt nicht, Herr Volkmann. ich habe eine Leistungskontrolle nachgeschrieben und die Antworten waren wirklich die erste Seite meines Hefters. Ich hatte so einen durchsichtigen Hefter und die erste Seite waren wirklich die Antworten. Und ich hatte mich ganz hintergesetzt, weil ich ja die Leistungskontrolle nachschreiben sollte. Und ja, das Blatt lag hier, der Hefter lag da, mit der Oberseite nach oben. Ohne Federmappe drauf. Ja. Toller Spickzettel. Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit? Und ich muss es nochmal erzählen. Ich habe es vorhin schon erzählt und jetzt muss ich es nochmal erzählen und ich werde bestimmt wieder mit rot. Ja, meine beste Freundin war also verknallt in einen Mitschüler und wir haben verdeckt zu Hause miteinander geschrieben. Und er hat mich gefragt, wer ich bin. Und ich habe ihm gesagt, wir gehen auf eine Schule. Und ja, da habe ich ihm gesagt, ich gebe ihm einen Zettel am nächsten Tag. Und er kann ja dann sehen, wer ich bin. Ich stehe dann da irgendwo, was ich dir auf den Zettel schreibe. Und jedenfalls war ich 5. oder 6. Klasse und er war 10. Und er hat den Zettel bekommen, hat den mit seinen ganzen Mitschülern gelesen. Ich stand auf der Treppe alleine. Und auf einmal drehte sich diese ganze Gruppe von jungen Menschen um und guckte mich an. Und ich war, meine beste Freundin feierte sich unten eine ab und ich war hilflos. Ja, und oh mein Gott, ich werde jetzt wieder rot. Das ist so peinlich. Ja. Ja. Hast du in der Schulkantine gegessen oder warst du jemand, der das Essen mitgenommen hat? Ich habe sehr lange in der Schulkantine gegessen, bis ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Da wurde ich rausgezogen. Und dann habe ich das Essen mitgenommen oder habe es dann gleich zu Hause gelassen und gegessen dann. Ja, oder dann in der Tagesgruppe später habe ich da dann Essen bekommen, ja. Hast du im Sport jemals eine Siegerurkunde bekommen? In der Grundschule, aber es ist nicht weiter wichtig. Was war der stressigste Moment für dich in der Schulzeit? Der stressigste Moment war für mich eigentlich wirklich die Prüfungsvorbereitung und die Konsultation, weil ich hatte in einem Scheißfach Prüfung, hätte ich eigentlich bei meinen Hassfächern mit nennen können. Ich war in Physik in der Prüfung und hatte auch alleine Konzentration und das war ziemlich öde und langweilig, weil mich das Fach wirklich nicht interessiert hat. Hast du schon mal Hausaufgaben abgeschrieben? Nö. In der Berufsschule ja, aber nicht in der richtigen Schule, nein. In der Sekundarschule oder so, nein. Warst du der Klassenclown oder Beliebte, der Nerd oder sowas? Oder sowas, das trifft schon ganz gut. Ja. Auch teils in der 9. Klasse, teils der Nerd. Aber oder sowas, das trifft schon ganz gut, ja. Wurdest du schon mal gehänselt wegen Markenklamotten?
Ich wurde relativ häufig gehänselt, auch wegen Markenklamotten, aber nicht nur deswegen. Ja, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was war der schlimmste Fashion-Fail, den du oder andere in der Schule getragen habt? Mein schlimmster Fashion-Fail war wirklich eine Latzhose, die mir wohl nicht mehr so sonderlich gepasst hat und sehr Hochwasser war. Also das heißt, der Abstand. Heutzutage sind solche Leggings-Hosen in, aber damals war das noch ziemlicher Fail und ja. Genau. Das war das Schlimmste, was ich hier anziehen konnte. Und da muss ich dazu sagen, jetzt noch Schuhe. Die habe ich 2005 gehabt. So eine Indiana Pocahontas Echtlederschuhe. Und die waren so ein bisschen zusammengebunden. Das war so optisch so gewollt. Und ich hatte diese Schuhe an, 2005, und wurde wegen diesen Schuhen auch sehr gehänselt. Und 2006 kam ein Video raus von Xavier Naidoo, das heißt Dieser Weg. Und ich kann euch das jetzt wirklich mal zeigen. Am Ende dieses Videos hat der meine Schuhe an. Ja, es ist scheiße, dass ein Mann diese Schuhe trägt, aber hallo! Diese Schuhe kamen im Fernsehen und ich wurde gehänselt deswegen. Hallo, nein! Fail, ja. Was war deine schlechteste Note in der Schule? Eine 6. Eine 5 auf dem Zeugnis. Ja. Aber in Physik, die konnte ich ja noch retten, ne? Ja. Was hast du an der Schule nie gemocht? Die Lehrer. Ja. Und die Hänseleien und die Toiletten, die waren absolut, absolut eklig. Ja. Aus heutiger Sicht, welches Fach oder Fähigkeiten hätte dir in deiner Schulzeit für dein Leben vermittelt werden sollen? Ich finde, dass man in der Schule jetzt viel mehr mit Computern machen sollte und was ja die eigentlich Jugend jetzt schon kann. Und ich sollte ich finde, man sollte in der Schule viel mehr vermitteln, wie das reale Leben so ist. Also nicht so viel mit Pythagoras und sowas brauchst du später, sondern eher was Realistisches. Weil ich brauche keinen Pythagoras oder Tangent. Das brauche ich nicht. Wurzel ziehen, das brauche ich alles nicht. Ich brauche ja noch nicht mal Pi. Ja. Half man dir in deiner Schule bei deiner zukünftigen Berufswahl? Naja, da kam in der 9. Klasse mal jemand vorbei vom Arbeitsamt. Hallo, ich bin der Typ vom Arbeitsamt und sagte hier. Und das war's. Nein, kann man nicht sagen, nein. Überhaupt nicht. Nein. Nein. Am Ende von jedem Video werden natürlich wieder Leute getaggt. Und zwar, die Elisa weiß das schon, dass ich sie jetzt sage. Also, die Elisa von Elisa und Kiwi. Und die Gitta von Kitty the Sheep. Die werde ich mal wieder taggen. Weil ich sie ja nicht jedes Mal tagge. Aber sie sollen mich mal wieder auch zurücktaggen, falls sie irgendwann taggen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, ich habe jetzt noch eine kleine Information für euch. Ich bin ja jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich kündige jedes neue Video an, obwohl man das eigentlich so sagen könnte. Naja, auch egal. Die nächste Woche wird eine ganz besondere Woche, denn ich bereite eine Halloween-Party / Geburtstagsparty für meinen Freund vor. Und ja, und da werde ich ganz viel für euch drehen.
Und diesmal keine Ankündigung machen von, in dem Sinne von, was ihr als nächstes seht, verändert euer Leben. Weil irgendwie verändert sich dann immer mein Leben. Also, nein. Ihr könnt euch wirklich drauf freuen auf viele schaurige Halloween-Ideen von mir für euch. Und jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Warum sage ich das immer? Naja. Jedenfalls zeige ich, kommt das nächste Woche. Also nächste Woche kein Unterwegs in Dessau, sondern ein Halloween-Spezial von mir. Für euch. Warum denn? Keine Ahnung. An diesem Sinne, in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt auch nochmal bei meinem Freund, der die Fragen vorgelesen hat und hinter der Kamera ganz viel Guckchen gemacht hat, mich sehr zum Lachen gebracht hat und es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, ihn mal in meine Videos mit einzuintegrieren, weil ich das ja nicht immer tue. Ja, okay, dann wisst ihr Bescheid fürs nächste Mal und dann wünsche ich euch noch eine schöne neue Woche und noch einen schönen Sonntag. Tschüssi!